Die Bedienung der Face-3-Geräte von Sonotron ist sehr einfach. Nachdem das Gerät gestartet wurde, geht es direkt in die iSonic Software und man sieht zunächst mal diesen Bildschirm. Hier kann man nun wählen, ob man mit Face-3 arbeiten möchte oder mit konventioneller Technik oder TOF. Schauen wir erstmal in den konventionellen Teil. Im konventionellen Teil sieht die Oberfläche der Bedienung so aus. Das ist eigentlich eine Bedienungsform, die man von vielen Geräten im Markt kennt. Schon mal kurz zur Erklärung. Man hat also jetzt hier Funktionsgruppen, die ich hier anklicken kann. Und hinter jeder Funktionsgruppe verbergen sich dann diese Funktionen. Also bei den Einstellungen zum Beispiel diese Funktionen. Will ich etwas von diesen Funktionen verstellen? Kann ich das mit diesen Tasten tun, also reduzieren der dB-Zahl oder erhöhen der dB-Zahl um eine bestimmte Stufe. Die Stufe ist hier angegeben, in der Mitte klicke ich drauf, wenn ich die Stufe ändern will. Dieses Konzept ist praktisch in der gesamten Software vorhanden. Alle Funktionen lassen sich so bedienen, ja, alle Funktionen und in allen Funktionsgruppen. Nun, das ist eine einfache Oberfläche, sehr einfach zu bedienen und das kennt man schon von vielen konventionellen Geräten im Markt. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Face-3-Oberfläche, denn das hat Sonotron sehr gut gelöst, gehen wir mal in die Software und schauen uns hier die Oberfläche an. Und man sieht hier, gleiche Oberflächenstruktur. Man hat nämlich Funktionsgruppen und die entsprechenden Funktionen dazu hier auf der rechten Seite. So, wenn ich also jetzt hier Einstellungen gewählt habe, dann kann ich hier genauso wie bei der konventionellen Technik die Änderungen vollziehen. Und die gesamte Bedienungsstruktur ist vollkommen identisch. Bis hier, bis zu dieser Funktionsgruppe, Messung, ist alles identisch mit der konventionellen Oberfläche. Das heißt, relativ einfach zu bedienen. Was jetzt bei Face-3 dazugekommen ist, sind hier die beiden Funktionsgruppen. Einmal die Senderapertur, in der ich die Anzahl der zu verwendenden Elemente von meinem Face-3-Prüfkopf eingebe. Hier zum Beispiel 32. Ich kann jetzt hier weniger wählen. Ich kann den Startpunkt auch verschieben. Und das Tolle hier bei den Sonotron-Geräten ist, dass immer alles auch untermalt ist mit einer Illustration. Wir sehen hier unten die Illustration des Prüfkopfes, des Face-3-Prüfkopfes. Wir sehen den Schwinger Nummer 1 und da oben den Schwinger 32. Wenn ich jetzt das Schallfeld hier verschiebe, das mache ich jetzt hier mal, wenn man jetzt mir unten schaut, ich verschiebe das jetzt in der Richtung oder in der anderen Richtung, ja, dann kann ich das sofort hier an dem Bild erkennen. Und genauso geht das hier mit der Anzahl der verwendeten Schwinger und der Apertur, also der Apertur. Ich habe sofort unten auch die Ansicht, wie sich die Dinge verhalten. So, ich stelle mal zurück auf die 32 Elemente, die wir verwendet haben. Hier ist der Einschaltwinkel, der aktuell hier gezeigt wird. Ich kann natürlich auch einen anderen wählen. Ja, jetzt beobachte ich praktisch den Einschaltwinkel 46 Grad. Mit dem Face-3 um 47 Grad. Ich schalte jetzt immer noch auf den gleichen Reflektor, deswegen geht die Amplitude etwas runter. Ich kann, anders als bei den konventionellen Prüfköpfen, wo ja die Fokustiefe, also die Nahfeldlänge im Grunde festgelegt ist, hier die Nahfeldlänge verändern. Und auch hier unten in der Abbildung sieht man das sofort. Also sehr anschaulich, leicht zu bedienen, man weiß genau, was man hier macht. So, ich habe hier die Senderapertur eingestellt und wenn ich im Impuls-Echo-Verfahren arbeite, ist das identisch mit der Empfängerapertur. Also hier brauche ich gar nichts mehr einstellen.
vollkommen identisch. Wird automatisch abgedatet, sobald ich hier in der Senderapertur was ändere, ändere ich auch in der Empfängerapertur, solange ich im Impulsecho-Verfahren arbeite. Ja, was muss man noch wissen, wenn man mit Phased Array arbeitet? Also wie gesagt, die gleiche Bedieneroberfläche hier. Ein paar andere Sachen muss man natürlich noch wissen, die jetzt was mit der Abbildung selber zu tun haben. Man sieht ja hier schon, dass hier eine Umlenkung an der Rückseite stattfindet. Wir arbeiten also im ganzen Sprung. Und deswegen muss man hier die Dicke eingeben, damit die Entfernungen und die Tiefen der Fehler korrekt gemessen werden. Also wenn ich hier die Dicke ändere, ja, wird das auch im Schaubild gleich angezeigt. Jede Änderung, die ich mache, wird gleich in der Illustration angezeigt. Auch hier im halben Sprung, wenn ich nur arbeite, und im ganzen Sprung wird angezeigt. Ja, ich kann hier auch spiegeln, wenn ich von rechter Seite einschalte oder von der linken Seite, kann ich spiegeln. Ich kann hier die automatische Nullung einstellen, das heißt, automatisch wird dann die, der Vorlauf von dem Prüfkopf, von dem Vorlaufkeil, der ändert sich aber bei Phased Array permanent, weil der Schallausdruckspunkt sich ändert, wird automatisch angepasst, sodass man immer von der Oberfläche misst, vorausgesetzt, ich habe die Autonullung eingeschaltet. Ja, das ist eigentlich schon alles, was man hier grundsätzlich einstellen muss bei der Phased Array-Prüfung. Also wirklich eine einfache Sache, das zu bedienen. Wenn man weitergeht zur Inspektion, dann müssen noch ein paar andere Sachen eingestellt werden, aber das betrifft dann halt mehr die eigentliche Prüfung, die man hat, vorzunehmen hat, die Definition des Prüfkörpers und so weiter und so fort. Ja, das zur einfachen Bedienbarkeit. Die TDGI-Technik ist eine Funktion, die besondere Bedeutung hat bei allen Phased Array-Geräten von Sonotron, denn sie erlaubt dem Prüfer eine viel einfachere Auswertung und Darstellung der Prüfergebnisse. Um mal ein Beispiel zu zeigen, wir sehen hier wieder die Oberfläche, wenn wir das Gerät gestartet haben. Ich gehe auf Phased Array. Ich werde hier eine Option benutzen für einen flachen Körper, eine Schweißnaht, die geprüft wird. Hier sind alle Einstelldaten, die den Prüfkopf betreffen. Ich suche dann aus, mit welcher Art von Scan ich hier arbeite. Das ist ein Sektorscan, den ich machen will. Ich habe hier alle Einstellungen schon gemacht und gehe jetzt weiter. Ja, und hier kann man schon mal sehen, was es bedeutet, mit der TDGI-Technik zu arbeiten. Denn man kann hier genau die Schweißnaht definieren. Gehen wir hier mal rein in Editieren. Man sieht hier die Abbildung. Aus der Abbildung geht klar hervor, welche Bereiche hier als Parameter eingegeben werden können. Und das Schöne ist wiederum, jede Änderung, die ich hier mache, beispielsweise hier, wird sofort anschaulich in der Illustration hier unten. Ich habe also hier die Schweißnaht, ich habe hier meine Prüfkopfposition, Einschauwinkel, der gesamte Winkelbereich. Ich sehe, dass die Schweißnaht momentan abgedeckt ist, wenn ich mich 10 mm vom Prüfkopf befinde, bis zur Schweißnaht Vorderkante. Wenn ich jetzt näher rangehen würde, würde ich sehen, also dieser Bereich ist nicht mehr abgedeckt, wird nicht mehr geprüft. Also der Prüfer sieht auch gleich sofort, welches Volumen hier er geprüft hat. Ja, und wenn man weiter weggeht, dann sieht man natürlich auch, dass hier unten Bereiche nicht geprüft werden. Gut, so kann man auch seinen Winkelbereich optimieren durch diese Einstellung. Ja, wir haben hier eine Besonderheit noch bei den Sonotron-Geräten, die auch ganz, ganz wichtig ist, denn man sieht hier, es gibt eine Wurzellage und die Oberfläche der Wurzel ist bei der Schweißung natürlich nicht
gerade, nicht glatt. Und genauso ist es hier auf der Decklage. Jetzt sind aber Reflexionen, die hier an dieser Stelle stattfinden, zum Beispiel an der Wurzel, an dieser Nahtoberfläche, eigentlich nicht genau definiert. Denn je nachdem, wie der Schall auf die Oberfläche trifft, kann der in alle Richtungen abgelenkt werden. Das bedeutet, dass dann irgendwelche Reflektoren im Material, also Fehlstellen, möglicherweise falsch dargestellt werden, weil sie ja praktisch von einem irregulären Schallverlauf hier erfasst worden sind. Um das zu vermeiden, hat Zonotron alle Reflexionen, die hier aus dem Wurzelbereich kommen, automatisch ausgefiltert. Das sieht man hier an dem weißen Bereich. Der weiße Bereich bedeutet also, hier haben wir keine Informationen vorliegen, der wurde ausgefiltert. Wenn ich jetzt im anderthalbfachen Sprung arbeiten würde, dann wäre ich hier genauso an der Oberfläche, würde auch hier dieser weiterführende Teil praktisch weiß dargestellt werden. Das heißt, hier werden die Daten ausgefiltert. Und eine ganz wichtige Funktion, die auch bei anderen Geräten im Markt nicht so verfügbar ist. Ja, ich habe hier also die Schweißnaht genau definiert. Ich kann natürlich auch die Schweißnaht im Detail hier auch noch, die Schweißnahtvorbereitung hier im Detail auch noch definieren. Hier sind alle Parameter gezeigt und hier sind in der Abbildung die entsprechenden Zuordnungen für diese Parameter gezeigt. Ja, und so kann ich also jetzt jede Schweißnaht definieren. Also wenn ich jetzt hier mal was geändert habe, sieht man, wird das sofort hier unten noch angezeigt. Sobald ich das fertig habe, kann ich das übernehmen. Und dann wird es hier angezeigt und mit fertig gehe ich dann hier zurück und dann wird es hier angezeigt. So, und jetzt gehe ich weiter in der Prüfung und habe jetzt praktisch ein Live-Bild von dieser Schweißnaht. Und ich habe Reflektoren hier, wie man sieht. Ja, das sind Bohrungen, verschiedenen Tiefen, verschiedenen Entfernungen, die jetzt hier erfasst worden sind. Und man sieht jetzt hier oben im A-Bild, wenn ich hier mit dem Cursor drüber gehe, sieht man die entsprechenden Amplituden dazu. Da wird man ein bisschen Verstärkung drauf geben. Nochmal 2 dB oder 4 dB insgesamt. So, und dann kann ich hier sehen, dass die, okay, ich muss das ein bisschen optimieren, die Position des Prüfkopfes. Und dann kann ich hier praktisch die Amplituden sehen, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Ich kann sie auch einzeln auswerten, wenn ich möchte, indem ich hier markiere, zum Beispiel auf diesen gehe, einen Doppelklick darauf. Ne, brauche ich gar nicht. Ich habe hier schon alle Messdaten vorliegen. Ja, das war so ein bisschen eine Einführung, was TDGI-Technik überhaupt bedeutet. Dazu gibt es aber auch noch einen Link zu einer detaillierten Darstellung. Was man noch vielleicht tun könnte, ist hier mal zu zeigen, als Beispiel hier aus dem Prospekt, gehen wir in den Vollbildmodus, in dem Prospekt, da ist das nämlich auch mal als Beispiel dargeführt, welche Funktionen es da gibt. Und da gehen wir von ganz nach vorne. Das ist also jetzt das Gerät 3510, iSonic 3510. Hier unten sieht man nochmal die Abbildung, wie wir sie gerade schon gesehen haben, sowas in der Art. Hier wird eine Fehlerliste automatisch erstellt. Hier sind verschiedene Funktionen oder Softwarefunktionen dargestellt, ja, die man hier zusätzlich benutzen kann, je nachdem, welche Geometrie man gerade hat, welche man prüft. Auch Flanschprüfung, Achsenprüfung und so weiter ist hier mit vorgesehen. Auch C-Bilder erstellen, das Korrosionsmapping.
und die Duet-Funktion, bei der man Phase Delay und Trough zusammen praktisch macht gleichzeitig. Mal hier ein Beispiel, wie schön auch die TDGI-Technik ist, wenn man solche Anwendungen hat, wo es also um asymmetrische Schweißnähte geht. Auch da wird natürlich einmal es möglich sein, die Definition der Schweißnetzvorbereitung entsprechend zu machen für die rechte und die linke Seite. Man sieht halt auch wieder den Schallverlauf im Material. Es gilt im Grunde genau das gleiche wie vorher. Man sieht halt, man kann sehr einfach unterscheiden zwischen den Geometrie-Echos hier unten beispielsweise und den Fehler-Echos, was ein Riesenvorteil ist, wenn es um die Auswertung geht. Ne? Man sieht auf einen Blick halt, wo sich der Fehler befindet. Ein anderes Beispiel hier, ein T-Stoß mit einem Fehler, und das ist jetzt hier ein Geometrie-Echo aus der Kante, eindeutig erkennbar. Das Ganze kann man sich auch in 3D darstellen lassen, wie man hier sieht. Ja, das ist dann ein durchgeführter Scan. Übrigens kann man auch hier die Ankoppelkontrolle mit aufzeichnen. Das bedeutet, man definiert eine Amplitudenabsenkung, die erlaubt ist. Und wenn halt mehr an Amplitudenabfall vorliegt, dann wird es in Rot gekennzeichnet, wie hier. Das heißt, wenn man die Daten aufnimmt, hat man auch immer auch eine Information darüber, wie gut die Ankopplung an jeder Stelle war. Ja, dann mal ein anderes Beispiel. Das ist hier für die Flanschprüfung. Flanschkorrosion wird hier geprüft. Hier unten sieht man Geometrie-Echo und hier ein Fehler-Echo. Ein anderes Beispiel ist, dass hier rotationssymmetrische Teile, wo von der Stirnfläche aus geprüft wird, auch da wird die TDGI-Technik angewendet. Man prüft also von der linken Seite hier oben, dreht praktisch das Teil oder der Prüfkopf wandert einmal rum von der Stirn auf der Stirnfläche und prüft dann das gesamte Volumen. Man hat hier eine Anzeige der Änderung der Durchmesser. Das ist also eine Geometrieanzeige. Und davor hat man auch Anzeigen, das sind dann Fehleranzeigen unter Umständen, oder da sieht man zum Beispiel eine Fehleranzeige. Und das Ganze kann man selbst auch in 3D darstellen, wie man hier sieht. Sieht man also jetzt hier Fehler am Übergang ganz, ganz eindeutig dargestellt. Ja, wir haben natürlich auch die entsprechenden Scanner zur Verfügung, die man braucht für diese Anwendung und das gesamte Zubehör. Ja, und hier sieht man nochmal so einige Anwendungen für Phase-Delay-Geräte. Das war es also zur TDGI-Technik und den Vorzügen dieser Technik. Eines der weiteren Vorzüge bei den Isonic-Geräten ist, dass sie ja multifunktionell sind. Das bedeutet, wir haben ja alle Technologien an Bord. Wir haben einmal die Phase-Delay-Technik, dann natürlich die konventionelle Ultraschalltechnik und auch die TOF-Technik, alles vereint. Und es gibt auch noch ein paar andere Besonderheiten hier. Es ist also so ein Allround-Gerät, was im Grunde alles beinhaltet, was man für die diversen Prüfungen benötigt. Ja, ich gehe mal hier in die konventionelle Technik, um da ein bisschen was zu zeigen. Jetzt hier auf Start habe ich erstmal das normale Bild. Ich kann hier wählen zwischen der Nutzung von zwei Kanälen parallel, bezieht sich jetzt auf das Isonic 3510. Ja, dann habe ich zwei Kanäle, die ich benutzen kann, die parallel praktisch gefahren werden. Oder ich kann auch nur einen Kanal verwenden. Und je nachdem, wie ich jetzt die Scan-Aufnahme mache, kann ich diese zeitgesteuert oder positionsgerecht machen. Das bedeutet, bei zeitgesteuert führe ich den Prüfkopf in einer Geschwindigkeit, die praktisch die Fortschreitgeschwindigkeit auf dem Bildschirm auch ist. Ich muss es also versuchen zu synchronisieren. Das ist halt nicht so sehr genau.
Bei der positionsgerechten Aufnahme, da habe ich einen Encoder angeschlossen oder einen Scanner mit Encoder und da werden die Daten also ortsgetreu aufgenommen. Für jede Encoder-Position gibt es dann entsprechend die Rohdaten, das Abbild und so weiter. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt hier in diese positionsgetreuen positionsgerechten Aufnahmen rein. Da gibt es jetzt eine Reihe von Software-Varianten, die schon praktisch vorgefertigt sind für verschiedene Anwendungen. Zum Beispiel hier einen B-Scan zu machen. Das ist also praktisch die Seitenansicht von einem korrodierten Teil zum Beispiel zu prüfen. Ja, also das ist B-Scan. Dahinter verbirgt sich natürlich die Standard-Ultraschall-Anwendung, ja, konventionell, wie man sie kennt. Allerdings kann ich hier die Daten aufnehmen, entlang eines Weges, durch den Encoder, der angeschlossen ist, auch bei der konventionellen Technik. Und dadurch kann ich halt Profile auch, Korrosionsprofile aufnehmen. Beim ABI-Scan ist es so, da kann ich jetzt Prüfköpfe verwenden, die auch senkrecht, aber auch schräg einschalen. Und hier sieht zum Beispiel, so sieht eine Oberfläche zum Scannen aus. Mal als Beispiel. Dann gibt es natürlich die TOFT-Prüfung. Da ist alles schon vorbereitet für TOFT. Es ist ein Standard-Ultraschallgerät, aber man nimmt halt die TOF-Daten wieder mit dem Encoder auf. Und das sieht dann hier so aus. Und da kann man natürlich auch in einer Nachbearbeitungssoftware, die ist auch noch hier enthalten, wo man die TOF-Analysen machen kann, nach allen möglichen Vorschriften, die so existieren. Für die TOFT-Auswertung. ScanL ist auch noch eine Software, wo man quasi mit einem Prüfkopf, einem Winkelprüfkopf oder Oberflächenprüfkopf oder auch mit geführten Wellen arbeitet, um praktisch in eine Platte einzuschallen. Es sind meistens Platten, die verlegt sind im Boden, wo man praktisch Korrosion erwartet, aber mal, wo man nicht drankommt, aber von der Seite einen Linienscan machen kann und aufgrund der Reflexion aus dieser Platte von den geführten Wellen oder Schrägeinschallungen kann man dann ein Quasi-C-Bild erstellen. Das macht man mit dieser Software. Dazu gibt es noch mehr Informationen. Wenn Sie da Interesse haben, dann melden Sie sich info@united-ndt.com. Ja, und wenn Sie einen sehr hochauflösenden B-Scan machen wollen, sehr große Feinheiten erfassen wollen, kleine Bereiche, dann kann man den hochauflösenden B-Scan hier verwenden, also diese Software verwenden. So, das ist die ganze Reihe von Software-Varianten gewesen, die alle konventionell im Grunde oder mit TOFT arbeiten. Ein Kanal oder zwei Kanal in diesem Fall. Ja, ich gehe mal kurz hier in die Nachbearbeitung. Da kann man jetzt die ganzen Scans praktisch, die man aufgenommen hat, abfragen und dann analysieren. Und diese Software für die Analyse, für TOFT und auch für alle anderen Scans ist hier enthalten. Ja, und dann haben wir natürlich die Phased Array Technologie, die sich ja auch mit der TDGI-Technik verknüpft. Das ist eins der Highlights bei den Geräten von Sonotron. Das ist hier ein Beispiel. Man kann also hier Schweißnaht genau definieren und auch die Schweißnahtvorbereitung. Ja, das war es soweit für die Multifunktionalität zum Gerät, zur Phased Array Geräten von Sonotron. Sonotron-Geräte
zeichnen sich auch durch besonders hohe Ultraschallleistungen aus. Um das mal ein bisschen näher zu erklären, gehe ich mal hier in den konventionellen Teil und wir schauen uns mal hier ein paar Dinge an. Zum einen ist es so, dass wir mit Sendespannungen arbeiten, die sehr, sehr hoch sind. Ja, ich kann hier Sendestärke 12 einstellen, das entspricht 400 Volt Sendespannung. Das ist also dann doch sehr leistungsstark und damit können wir sehr tief ins Material reinkommen. Wir haben hier auch einen Rechteckimpulssender, dessen Pulsbreite ich anpassen kann an die Erfordernisse bzw. an den verwendeten Prüfkopf. Er hat irgendwo sein Optimum. Ja, das wird etwa so hier sein. Ja, ein wichtiger anderer Aspekt ist noch, dass wir hier bei den Geräten von Somatron mit 100 dB analoger Verstärkung arbeiten. Das heißt, ich habe einen zweistufigen Verstärker. Ich demonstriere das jetzt hier mal. Ich habe also jetzt hier einen Verstärker, der hat seinen Arbeitsbereich hier im unteren Bereich, da von was weiß ich bis etwa 40 dB. Und wenn der ausgereizt ist, das heißt in die Sättigung gegangen ist, dann wird umgeschaltet, automatisch umgeschaltet auf einen zweiten Verstärker. Und man sieht es jetzt hier, wenn man mal betrachtet, wie hier das Rauschen ist. Und wenn ich jetzt weiterstelle, über 40 dB Amplitude und mir anschaue und das Rauschen und jetzt weiterstelle, dann sieht man, Amplituden sind gleich geblieben, das Rauschen hat sich drastisch reduziert. Ja, es kommt jetzt auf die Anwendung an, wie groß der Effekt ist. Hier ist es nicht so sehr maßgeblich, aber in vielen Anwendungen ist es schon ein deutlicher Unterschied. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch höher fahre mit der Verstärkung, ja, dann habe ich ein viel besseres Signal zu Rauschverhältnis. Und damit eine bessere Auflösung, auch noch in größeren Tiefen, in größeren Dicken von Materialien. Wenn Sie da nähere Informationen zu haben möchten, dann melden Sie sich bitte united-ndt.com. Ja, ein wichtiges Highlight noch von den Sonotron-Geräten ist, dass sie Windows-basierend sind. Das heißt, wir haben ja einen Computer an Bord, einen Hochleistungscomputer, der auf dem die iSonic-Software läuft von Sonotron. Und normalerweise wird die ja direkt gestartet. Ich kann aber hier mit dem Button auch zurück zu Windows gehen und habe dann die normale Windows-Oberfläche, also Windows 7 Professional. Und kann jetzt hier, so wie ich es gewohnt bin, wie ich es vom PC gewohnt bin, auch damit arbeiten. Ich kann also auch hier beispielsweise ins Internet gehen und habe jetzt hier mal die Seite von Sonotron aufgerufen, wo man hier über Support auch die entsprechenden Softwarevarianten runterladen kann. Ja, nehmen wir mal an, ich möchte die hier mal runterladen. Dann kann ich das hier tun und dann habe ich das auch direkt im Gerät schon und kann auch immer die Updates sofort machen. Das ist überhaupt kein Aufwand. Ja, alle Vorteile, die sich daraus ergeben, die habe ich hier. Windows bietet ja eine Menge Möglichkeiten, die Dateien zu verarbeiten, weiter zu verarbeiten, Reporting zu machen und so weiter. Könnte ich theoretisch alles hier am Gerät machen, weil ich, wie gesagt, ja hier ein komplettes System, Windows-System vorliegen habe. Jetzt gehe ich hier mal wieder raus. Ich kann natürlich auch andere Applikationen von Sonotron hier fahren, wie zum Beispiel hier die iSonic Expert Duet Software. Eine Software, wo man von beiden Seiten mit FaceDRE prüft und gleichzeitig mit Toft. Übrigens verwendet man auch die FaceDRE Prüfköpfe für die Toft-Prüfung.
Ich kann mit TeamViewer Verbindungen herstellen übers Internet. Ich kann also das Gerät auch fernsteuern von einem anderen PC. Einmal übers Internet, könnte das auch über eine Telefonleitung machen, beziehungsweise also Smartphone Anbindung machen oder über eine Direktverbindung, über ein Netzwerk, Netzwerk aufbauen. Das ist alles natürlich möglich. Und ich kann natürlich hier auch meine ganzen Daten verwalten, wie ich das brauche. Man sieht hier schon die Datenstruktur. Auch übrigens habe ich hier 80 GB Speicher. Das ist auch eine neue Speicherart, die ich hier habe, eine neue Speicherform, sehr, sehr schnell, SD-Speicher. Und habe hier nochmal 30 auf der anderen Partition, 30 GB. Und die Struktur ist schon automatisch hier angelegt für die iSonic-Dateien, wo die sich alle befinden, wo man die auch ablegt. Das wird dann automatisch hier auch abgelegt aus den verschiedenen Software-Varianten, die man benutzt. Und dann gibt es hier auch, ich nehme mal eins hier als Beispiel, hier die Unter-Variante, dann die ganzen Optionen, die es dazu gibt, Software-Optionen. Und hier kann ich die einzelnen Dateien dann auch anwählen, wie man hier sieht. Ja, also so funktioniert das. Ich kann natürlich auch meine Nachbearbeitung hier fahren, aber das kann ich generell sowieso über meine Standardsoftware auch machen. Wie man hier sieht, wenn ich da also jetzt reingehe und hier zur Nachbearbeitung gehe. Ja, alle Möglichkeiten, die Windows bietet, hat man hier auch parat. Und wenn es dazu noch Fragen gibt, gerade auch hinsichtlich der Einbindung in ein Netzwerk oder so, dazu gibt es auch ein Video übrigens, dann können Sie sich auch an uns wenden, united-ndt.com, info@united-ndt.com.